Oh, guten Morgen. Nachdem das jetzt heute nur 3, 4 Grad sind, minus, nicht gestern wie 11, 12, 13, 14 und so weiter, werden wir mit diesem schönen Wetter doch mal schauen, wie schön sonnig es auf der Neuheit ist. Wie ihr seht, das Wetter ist bärig. Die Bo ist neu schneebedeckt, aber griffig. Ja, zum Auspacken von der Fotogeschichte habe ich das Radl jetzt nachstellen müssen. Und so geht es ja jetzt auch weiter. Die Sonne scheint mir auf den Buckel. Das Radl wieder mal hingestellt schnell. Aber jetzt gibt es nur noch Fahrende. Die Sonne hat uns und scheint uns. Jetzt sind wir da unterwegs Richtung Degernsee. Und wir können immer noch wunderschön fahren. Jetzt haben wir den ersten Blick runter zum See. Alles ist gut. In die Richtung geht's weiter. Jo, da haben wir jetzt einen super Traumtag heute erwischt. Schaut euch mal das an. Dieses Pano übers Tegernseer Tal ist doch umwerfend. Der blaue Himmel, alles ist verschneit. Und unser Weg geht es da. Ja, das ist jetzt der Schirrhörnelteil. Zwar gesalzen, aber vor dem Nassen habe ich mehr Angst wie vor dem Schnee. Aber es geht steil bergauf. Somit kann man nur langsam fahren. Und schauen wir mal, was da noch dann an der Neide ist. Schauen wir mal da wieder an dem Stickel, wo es leider steil bergauf geht. Aber zuerst was ist. Aber dafür kann ich euch jetzt einmal mit einem Schwenk umfahren. Dass ihr seht, wo wir fahren. Aber in dem Fall ich heute allein. Schaut um dieses Pano. Das ist doch traumhaft, oder? Wir da das Radl nicht auspacken, wenn er Zeit ist. Schaut euch um. Mir gehört nach oben. Ist nicht so schön. Aber dafür da um. Alles vom Feinsten. Leider muss ich allein fahren. Dadurch kann mich keiner filmen oder ich keinen anderen. Ihr seht, wie steil das drauf ist. Aber die Schneebo ist noch gut gefroren. Und dadurch kann man eigentlich ganz gut fahren. Er ist noch keine zweimal nicht durchgegangen, das Radl. Da oben kommt dann die Sonne. Und Gott sei Dank bleiben wir hier. Berggasthaus. Und jetzt schauen wir euch mal das Pano. Schaut euch das Pano an. Schaut es euch an, wie das toll ist. Gibt es da noch was zu sagen? Mir bärig, dass das da herum ist. Und wenn wir nachher fertig sind, dann gehen wir da oben. Jetzt sind wir wieder herunten auf der Sonnenseite, sprich der Tegernsee ist Südseite. Nordseite wollte ich sagen, natürlich, die Sonne scheint uns vom Süden super an. Und ihr seht es selber, was wollen wir mehr? Traumhaft.
Ja, jetzt bin ich schon wieder auf dem Heimweg. Und auch sowas gibt es halt zwischendrin, gell. In die Berg, die asphaltierten Straßen, die wo es noch schön salzen können. Aber mein Gott, wer da wohnt, der leistet sich das halt. Jetzt haben wir das Radl schnell aufgehängt, weil wir einen Brennstätzl hat sich verabschiedet. Und in der wir jetzt schnell fachmännisch rausbauen. So, jetzt sind wir gleich wieder am Tegernseer Parablü. Aussichtspunkt für alle die, die wohl nicht so weit rauf können oder wollen oder ältere Leute, wie auch immer. Auf jeden Fall schaut euch das an. Es ist doch auch super schön ist da. Und fahren wir einmal um. Gut, dass noch viel im Schatten ist, kann man noch super fahren. Und hat sogar aubere Flecken, schau. Wunderschön. Jetzt zum letzten steilen Stiegelabi. Schauen wir mal, wie gut er sich im Schnee zum Fahren lässt. Ich denke sehr gut, wie das ausschaut. Wenn die Schneedecke nicht bricht, ganz gut. Wunderbar geht's. Und schon sind wir gleich bei der Heimat. Wo schon das Essen wird. So. Eine schöne Runde dran. Tegernsee, Neureit und zurück. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst den Dämmer da. Nach oben natürlich. Vielleicht hat auch der eine oder andere was zu sagen dazu. Und wir sehen uns. Versprochen.